Hallo zusammen, ich mal Herrn Wiedolf Harming, begrüße euch auf meinem Kanal im LS22 auf Testmap. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche, einen schönen Tag und einen guten Start ins Wochenende wünsche ich euch. So, dann schauen wir mal. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet und zwar geht es heute hier um das Paulfinger FLC 253 Pack. Ist gestern im Modhub erschienen und kommt von Black Sheep Modding. Viele Grüße gehen raus an euch und vielen Dank für das Modpack. Ja, das Modpack, was ist jetzt eigentlich? Paulfinger FLC 253. Und zwar ist er einmal bestehend aus, hier ist ein Stapler, das ist der Paulfinger FLC 253. Dann gehört dazu einmal der Krone Profiliner, das ist er hier mit dem Planenaufbau. Dann haben wir hier den Krone Profiliner Multi-Steel, das ist er hier mit dem Britschenaufbau. Und dann haben wir einmal den Lorde King Crossliner. Das ist natürlich etwas längeres für, ich sag mal so, für ein bisschen, wenn man mehr was zu fahren hat. Ganz einfach. Und längeres. Ja, dafür ist er ganz gut. Ihr Lieben, ihr seht hier, wo sind überall die Stapler hängen direkt hinten dran. Ich finde das für mich sehr praktisch. Ich bin zwar nicht der Logistiker hier im LS, aber kann mir jetzt schon sehr gut vorstellen, auf der Burgenlandkreis, wo ich ein Projekt mache, wenn ich mal eben ins Industriegebiet fahren muss, muss man Zement abholen oder Öl oder sonstiges, ja. Ich kann mehrere Sachen laden. Ich brauche nicht an jeder Produktion einen Stapler zu haben. Ich bringe ihn einfach mit und kann ihn dann an entsprechender Stelle auch zum Entladen nutzen. Ich finde, das ist einfach eine praktische Sache. Gefällt mir. Und ja, den wollte ich euch nicht vorenthalten. Wir hatten das so drüber gesprochen und ich sage, ich gucke mir das Ding an und ich muss ehrlich sagen, bin wieder mal begeistert. Ja, so, ich würde sagen, gucken wir mal bei unserem Stablöchen. So sieht das gute Stück aus. Ihr habt eine Farbwahl im Shop. Wir gucken gleich auch eben mal kurz in den Shop rein. Ja, wir haben hier dran Frontlicht, wir haben hier dran die Blinker, habe ich beide angemacht, nein, habe ich nicht, so, zwar Blinker links, Blinker rechts und wir haben ein Arbeitslicht zur Seite, beziehungsweise, ja, Arbeitslichter und wir haben natürlich Arbeitslichter, also ihr seht auch im Dunkeln ist hier gut munkeln. Haben wir mal hier in den Schatten. Also er leuchtet schon gut aus ringsrum. Ich will jetzt nicht noch extra Nacht machen. Ihr wisst, ich bin nicht so der professionelle Modversteller. Ja, ist klar, da gibt es ganz, ganz andere Exklusive, die das viel, viel besser hinkriegen. Aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Der war schon fertig wieder. Mitgekriegt. Das ist schon wieder hier genial. Also ein Stapler ist natürlich klar die Funktion. Ja, hoch, runter. Wir können den Arm neigen nach vorne, nach hinten. Wir haben die Möglichkeit hier, fahren wir mal ein bisschen hoch, erstmal die Ladung nach vorne zu schieben. Ja, geht hier ein bisschen ruckartig bei dem Gerät, bei den anderen nicht. So, und dann haben wir noch weiter. Jetzt sind wir vorne auf der Ladefläche und wollen den in hinteren Bereich haben. Dann können wir das hier noch mit der Gabelverlängerung, sag ich mal, noch die Palette wegschieben. Ja, können wir die noch hinten an die andere Bretsche dran schieben. Und das Ganze natürlich wieder zurückholen und wieder einklappen. Und dann passt das wunderbar. Und wenn wir fertig sind mit Laden, ich habe hier eben schon mal ein bisschen was vorgeladen, damit man sieht, dass auch die Spannbude funktioniert. Ja, ist natürlich klar. Fährt man wieder hier hin. Wir können jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, wir stehen jetzt auch auf engem Gelände, ja, können wir jetzt zum Beispiel aber auch mal so machen. Zack, mitdrehen die Reifen. Ja, dann ist das ein sogenannter, da können wir hier uns passend in Position fahren und drehen dann wieder die Reifen. Ich finde das einfach nice. Ich finde das einfach nice. Um das Gerät anzuhängen oder beziehungsweise um das Gerät wieder zu verstauen, gehen wir mit X in die Transportstellung rein. Und dann seht ihr, fahren wir hier. Ja, nicht ganz passend, aber fahren hier schon gut hier nah dran. Ich mache ihn mal aus, gehe hier raus, gehe hier in mein LKW-chen rein. Ihr seht direkt, dass wir den jetzt schön
anhängen können. Ja, auch schon gemacht. Hängt hinten schön dran, passt. Ist alles easy. Dann schließen wir noch hier die Klappe und können eigentlich mit unserer Ware oder unseren sonstigen Produkten vom Hof losfahren. Ja, finde ich sehr nice gemacht. Die ganze Geschichte gibt hier, wie gesagt, hier in verschiedenen Variationen. Ich finde das hier, Hegertief finde ich zum Beispiel gut für Produkte vom Hof und für Baumaterial. So, hier natürlich alles, was empfindlich ist. Und hinten den Kollegen hier für Spezialsachen. Einfach nicht schlecht. So, jetzt zeige ich euch gerade mal noch. Ich mache mal hier am LKW, mache ich jetzt mal hier. Der LKW ist auch jetzt ausgewählt, ja. Ihr seht es hier, ich mache normales Licht an, geht es hier auch mit an, ich mache aus. Wir können hier, wenn der LKW blinkt, sehen wir das auch vielleicht mal hier am Auflieger irgendwo. Bei dem Auflieger sehen wir zum Beispiel nicht. Wir gehen jetzt gleich mal zum anderen noch hin, dann siehst du das schön. Ja, wir haben hier noch die Möglichkeit mit Recht blinken. Und das war's. Gut. Hier hinten sieht man, glaube ich, schön am LKW-Anhänger. Moin. Das war mit dem Truck. Hier ist auch der Blinker an. Ist also jetzt auch an dem Aufhänger mit an sein. Ist er auch. Ja, ihr seht auch, Licht ist an. Licht machen wir aus. Geht es auch hier aus. Wir haben die Warnblinkanlage an. Die machen wir mal natürlich aus. So. Habe ich hier die Rundumleuchte oben angemacht. Es gibt verschiedene Konfigurationen. Ihr kriegt natürlich auch hier mit Rundumleuchten. Die machen wir dann auch aus. So, und dann machen wir noch mal hier gerade eben. Ich check Licht an, Licht aus, Blinker an, LKW geht auch hier hinten am Paulfinger mit. Blinker rechts, genau das gleiche. Also ist schon nice gemacht. Auch Bremslicht geht auch. Passt alles wunderbar. Gucken wir uns auch gerade an. Da seht ihr, das Licht ist mit am Start. Gucken wir uns gerade noch die Konfiguration im Laden an, würde ich sagen, und dann hätten wir es auch schon geschafft. Also das ist wirklich, ich finde, das ist mal nützlich. Für mich ist das nützlich. So, den Paulfinger FLC 253 Stapler an sich findet man bei Gabelstapler. Ihr seht es hier. So, wir haben folgende Möglichkeiten. Das Ding kostet 37.000 Anschaffung erstmal und hat keine Konfiguration, also keine Rundumleuchten und so. Dann hätten wir hier Design 1 ja links, Design 2 rechts und Design 3 mit beiden. Mir kostet 400 € natürlich dann, also heißt, eine Rundumleuchte kostet 200 Ocken. So, dann gehen wir her. Wir können hier die Hauptfarbe verändern in grün. Das kostet nochmal 1.000 €. Wenn wir die Felgenfarbe verändern wollen, ich mache es mal jetzt hier in Chrom. Das kostet wiederum nichts. Dann werden wir immer noch, wenn wir konfiguriert haben, werden wir immer noch dann hier bei 38.200 und wenn wir zwei Leuchten haben, 38.400 €. So, diese Anhänger, die Sattelauflieger, die finden wir unter Geräte und dann diverses. Gehen wir mal hier lang. Hier fängt es an. Hier ist der Planenaufbau, der Profiliner. Der Hänger kostet an sich 29.500. Wir haben hier verschiedene Designs und zwar haben wir einmal was wir eben gesehen haben, das Paulfinger Design, dann hatten wir einmal das Krone Design, dann haben wir einmal Giants Design, dann haben wir einmal ein neutrales Design und haben einmal hier wieder den Paulfinger. Ja, kostet die Kategorie, also die Designs ändern, kostet nichts. Und Fahrgestellfarbe ändern kostet 500 €, die Designfarbe ändern kostet auch nochmal 500 €, Felgenfarbe ändern, kostet auf schwarz nix, mein lieber Mann. So, und dann haben wir hier, Nummernschilder ist klar, kann man ändern, ja. Dann sind wir hier, wenn wir hier alles konfiguriert haben, sage ich mal so, beim Gesamtpreis von 30.500 €. So, der nächste Hänger, den wir haben, ist der Profiliner Multi-Stil. Das ist ja der Britschenaufbau. Den können wir im Design verändern, den können wir noch als Plattform machen. Oder halt im Britschenaufbau. Und dann hätten wir hier die Hauptfarbe. Wenn wir die ändern, das kostet außen 500 natürlich direkt. Wow. Fahrgestell sind wir dann
nochmal bei 500 dabei. Designfarbe sind wir nochmal bei 500 dabei. Das heißt insgesamt 2500. Algenfarbe kostet wiederum nichts. Das heißt, beim Grundpreis von 24.500 hätte man dann insgesamt mit Konfiguration 27.000. So, wir hätten hier noch den Lorde King Forsline für 35.000 Grundpreis. Wenn wir da die Hauptfarbe ändern, kostet uns dann auch nochmal 1.500. Und die Felgenfarbe kostet wiederum nichts. Das heißt, wir wären mit Konfiguration bei einem Gesamtpreis von 36.500 €. Ja, ihr Lieben. Mehr ist eigentlich gar nicht so zu sagen zu der ganzen Geschichte. Ich finde es, wie gesagt, einen ganz, ganz nützlichen, mal für mich einen nützlichen Mod, weil ich ja nicht so der 500-Stapler-Freund bin auf so einer Map. Wegen der Durchserberei und alles. So hast du einen, den kannst du überall mit hinnehmen und dann ist gut. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch den Mod näher bringen. Wenn ja, wenn er euch gefällt, ladet ihn runter. Bewertet den Mod. Und sagt so mit den Jungs dann auch, dass das Ding gut rüberkommt. Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne, das soll es gewesen sein. Ich verabschiede mich, wünsche euch weiterhin einen guten Start ins Wochenende. Lasst euch gut gehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.